Hallo und herzlich willkommen bei Red Dog Gamble. Ich bin heute wieder auf die Jagd nach einem Ticket und heute habe ich das Spiel Idle Heroes. Ich werde es mal starten, Vollbild. Ich hatte mich letztens nicht registriert mit meinen, deswegen habe ich mal wieder keinen alten Account, sondern einen neuen Account, den ich jetzt wieder angefangen habe. Aber ich habe mich jetzt registriert. Sprich, jetzt habe ich immer diesen Account. Und ich heiße Red Dog gleich Batak. Weil die ja nur meinen Namen hat schon vergeben. Von wem nur? Dann klicke ich erstmal hier diese ganzen Dinger durch. Da war nichts Sinnvolles für mich dabei. Oh, hier kriege ich was. Das war's auch schon. Ja. Nachricht habe ich schon gekriegt. Welche nehme ich denn? Der hat Ähnlichkeit mit mir. So ein bisschen. Gut, dann fangen wir jetzt mal an und probieren die ganzen Dates zu machen. Gut, dann probieren wir mal so schnell es geht. 1:10 zu erreichen. Ich glaube, ich sollte die erstmal aufnehmen. Okay. Dann geht es jetzt los. Zack. Doppelte Geschwindigkeit. Geht nur doppelte Geschwindigkeit. Thank you.
gleich sind wir da. Der Boss. Oh, zweiten Down. Geschafft, aber zwei sind down. Okay, dann machen wir den einen Kampf noch und dann schauen wir nach die Dailies. Ach, den werde ich verlieren. Ne, doch nicht. Wunder. Ich hätte gedacht, den werde ich verlieren. Okay, dann gehen wir hier raus und schauen uns Goldhand kaufen von der Goldhand. Okay. Das geht erst in 18 Stunden. Und Pferzen verschicken. Einfach alle eine Anfrage schicken.
einen beliebigen Gegenstand im Markt kaufen. Dann würde ich sagen, ich kaufe... Gibt es sowas Billiges? 20, das ist das preiswerteste von allen bislang. Vielleicht möchte ich die Diamanten nicht ausgeben. 30 Millionen. 10. Kauf mir das hier. Okay. Bei dem einen Ladies habe ich Probleme. Den einen habe ich heute schon gelehrt. Und den anderen, da brauche ich ein paar Freunde. Schon fertig damit. Puzzle. Beschwören. Okay. Beschwören. Okay. Rucksack. Gehen. Monster. SAP 70. Und hier haben wir jetzt Beschwörungskreis. Probiere nur mit die Stärksten zu spielen, das wären halt die 6. Das war mal die gleiche hier. Das kann man ändern. Beschwörungskreis. Fast direkt auf Helden. Dann bauen wir uns jetzt die neue Truppe zusammen. 1, 2, 3. Ja. 5. Umgekehrt, na egal. So, trotzdem noch die 3-6. Rüstung brauchen die auch noch. Okay, okay. Jetzt gehe ich mal
Plan haben wir, Alter, haben wir. Beschwörungskreis haben wir. Fusionskreis ist ja, wenn ich einen von denen haben möchte. Dann brauche ich zwei von denen und den. Obwohl, der hier ist auch der gleiche. Ah ne, wird hier kein Diamant. Okay. Na gut. Dann, das war der Fusionskreis. Tor der Leere. Ich brauche ein E5er Held. Dann geht es weiter mit der Kampagne. Einmal drin. Und das so schön war noch mal drin. Jetzt haben wir auch kein Drehen mehr. Schmiede gibt's noch. Wenn ich was schmieden möchte, dann brauche ich aber Mats für. Oder habe ich die Mats? Muss ich erst noch. Nein, habe ich nicht. Hätte mich auch gewundert. Aber hätte sein können, dass hier schon im Kampf irgendwie was gegeben worden war. Ich glaube, das sind beides Nahkämpfer und die sind alles Fernkämpfer. Das ist ein bisschen doof, man sieht hier nicht, was ein Tank ist. Ach, der ist auch Nahkämpfer und der auch. Also dann ist der Grüne hier weniger ein Nahkämpfer, weil der schmeißt die Speere. Bestätige. Dann werden wir die mal wechseln. Und die sollte in der Mitte. Feuer ist stark gegen Pflanzen, aber schlecht gegen. Was ist das? Heilig? Ich sag mal Wasser.
gehe mal kurz zu den Charakteren zurück. Ich muss den mal aufleveln auf 20. Wenn ich das schaffe. Gut, dann gehen wir wieder in eine Kampagne rein. Und wenn wir die zweite Kampagne durchgespielt haben, dann muss ich mal sagen, dann war es das auch wieder für heute. Ich glaube, wir gehen immer sehr schön schnell. Und scheinbar ich auch schon ein bisschen stärker bin. Dann wird es ja jetzt ein bisschen länger dauern. Die sind ja fast so stark wie ich. Okay. Wir nähern uns dem Ende. Hat sich den gerade nicht besiegt? Ne? Ich glaube, die Farm schlafen. Ich darf da gar nicht weitermachen. Ich muss erst Level 19 sein.
Na gut, dann machen wir's. Boah, zwei Level muss ich warten. Und so von allein kommen die Levels ja nicht. Also werde ich meine hier wieder ein bisschen aufrüsten. 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 Verlies, Goldverlies, der ist ab Stufe 20, 25 und 30. Folge haben wir schon eine Gold, die ich habe. Ja, Folge haben wir. Ja. Einstellung. Also ich muss jetzt erstmal warten, bis ich hier das nächste Level kriege. Was ich noch machen könnte, ist, probiere meinen anderen Leuten aus. Ja. Und das ist jetzt ein bisschen doof. Gut, dann war es das für heute. Ich kann nichts mehr machen, ich muss warten, bis ich Level 9 erreicht habe. Und dafür müssen meine Leute hier erst noch ein bisschen fahren. Sonst noch IPs machen? Weiß es nicht. Also, was das für Leute? Dann sag ich mal, Dankeschön fürs Zuschauen. Ich würde mich freuen, wenn ihr beim nächsten Mal dabei seid. Bis dahin wünsche ich euch viel Spaß und auf Wiedersehen. Ciao, ciao.